So, hier bin ich wieder zurück mit Beyond Two Souls. Du schaffst das nicht mehr. Ich versuche was anderes. Das, ich denke mal... Hilfe. Ich denke mal, Aiden wird durch sie mitgeschwächt. Das ist jetzt meine Vermutung. Ja, jetzt müssen wir Hilfe suchen bei Cole. Wo ist der Rest vom Team? Ryan. Willis und Nick. 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Kann ich jetzt erstmal irgendwas hier oben werfen oder hey, so? Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Das würde mir doch schon Gedanken machen, also echt. Und er tippt einfach weiter. Ja, schön. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Ich mache auch keinen Witz. Ohne Jody. Wenn du's bist, zeig's uns, Aiden. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Jody ein. Zeig uns den Weg. Gott sei Dank raffen die, was man will. Gut. Und jetzt? Hier lang. Dorthin. Okay, verstehe. Kommt, da laufen sie noch gemütlich. Das lieb ich ja. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Zum Glück weiß Aiden, wo wir genau hin müssen. Ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Kein Problem. Fisch 42, hallo. Hallo. Tja, so einfach ist das. Wir haben ihn einfach eingetragen. Ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton.
Danke. Schnell halten. Führ uns zu Jody. Ups, ich wollte doch gar nicht rumdrehen. Gut, und jetzt? So, jetzt seid ihr dran. Jody ist hier? Jody! Sie ist raus. Nathan! Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Das Eindämmungsfeld. Keine. Und er hat's getan. Er hat's getan. Umgehen das Gebäude. Hast du Hilfe? Wiederhole. Verlassen. Okay. Umgehen das Gebäude. Okay. Irgendwie wie im Kinofilm. Der Schild funktioniert nicht. Du, nein. Lass noch stoppen. Doch, das ist wahnsinnig. Das Feld ist nett. Jetzt verjagen Sie diese dummen Monster los. Ich sollte sie töten, McGrath. Aber das Letzte, was die Frau Welt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir aus dem Weg. Clayton, Sie werden mich sofort rausbringen, Clayton. Action, Clayton, das ist ein Befehl. Das war gut. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Oh Mann. Irgendwas schon machen? Nee, nicht wirklich. Nicht jetzt, Alan. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Kaum, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan?
Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Galgenhumor, auch nicht schlecht. Die Betasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Wer lässt sich denn sowas Dämliches einfallen? Also... mal warten, bis sie weg sind. Ja, natürlich. Fuck. Jody, sie kommt. Jody, nein! Was sagen wir, da brüllt der Lein und ich lasse ihn doch nicht zurück. Um Gottes Willen. Erstmal heilen. Na siehste, da ist schon mal der größte Schaden beseitigt. Aiden hat getan, was er konnte. Da habe ich erst gedacht, jetzt ist er wohl tot. Aber er wäre definitiv gestorben, wenn wir ihn nicht mitgezerrt hätten. Das war jetzt wieder so eine Entscheidungsfrage. Aber wenn er überleben kann, was soll ich ihn nicht mitnehmen? Los, ziehen wir es durch.